Kaspar König. Sein Gespür für moderne Kunst hat ihn zu einem der einflussreichsten Ausstellungsmacher weltweit gemacht. In seinem Berliner Büro schreibt er Postkarten und plant viel diskutierte Ausstellungen. Künstlerfreundschaften werden gepflegt mittels Stift, Schere und Papier. Alles analog. Wer mit König auf Reisen geht, bekommt einen ungewöhnlichen Einblick in die Welt der Kunst. Diesmal reist er in die Schweiz. Flughafen Zürich. Kaspar König besucht zwei der bekanntesten Schweizer Künstler, Roman Siegner in St. Gallen und Peter Fischli in einem Gewerbegebiet ganz in der Nähe des Flughafens. Fischli nahm mit seinem kongenialen Partner David Weiss schon mehrfach an der Ausstellungsreihe Skulpturprojekte Münster teil. Kennen Sie denn eigentlich den Fischli schon lange oder Fischli Weiß? Sehr lange, sehr lange. Wann sind die denn Ihnen das erste Mal über den Weg gelaufen? Den Straßenverlauf 9 Kilometer folgen. Vor 87. Wir haben ja zwei Arbeiten in Münster gemacht, den Garten und das Haus. Bekannt wurden Fischli Weiß Ende der 70er mit ihrer Wurstserie. Ihr Film Der geringste Widerstand, in dem sie selbst als Ratte und Bär auftreten, und die Arbeit Findet mich das Glück sind inzwischen Klassiker. König auf dem Weg zum Atelier Fischli Weiß. Es gibt wenige Beispiele für eine derart fruchtbare Kollaboration, in der zwei Namen zu einem werden. Mit spielerischer Leichtigkeit und hintergründigem Humor haben sich die beiden als philosophische Flaneure die Welt erobert. Seit dem überraschenden Tod von David Weiss 2012 setzt Peter Fischli die gemeinsame Arbeit alleine fort. So ein Gewerbebau bietet nicht nur viel Platz, diese Zweckbauten sind auch zum Thema der Kunst geworden. Auf einer der zwei Etagen des Ateliers hat Fischli gerade eine Skulptur originalgetreu nachgebaut. Ein Haus, das auf Einladung von König in Münster entstand. Hallo. Hallo. Wie geht's? Ja, ist gut, dass Sie mich empfangen hier. Verkehrte Welt. Fangt ja gut an. So. Von wo kommen Sie? Aus Berlin. Okay. Und ich war beim falschen Flughafen, hab's trotzdem noch geschafft. Wir schauen uns mal was an. Da habe ich noch was gefunden, das wir zusammen vielleicht anschauen können. Ich denke, das war zu Ihrem Geburtstag, ja, dass wir mal dieses Diagramm zu Ihrer Person gemacht haben. Ich habe das gestern auf meinem Computer. Also das ist mir jetzt nicht präsent. Ist Ihnen nicht präsent. Also gut, das ist ja in der Mitte ist Kaspar König und dann sind eigentlich die vier Spannungsbereiche. Auf der einen Seite ist die Arbeit, auf der anderen das Vergnügen. Hier oben sind die Künstler und die Bohème und da unten sind die Museen, die Politiker, die Geldgeber und Sammler. Also der lustigste Bereich ist sicher in dieser linken Ecke oben, wo sich eigentlich die Bohème und das Vergnügen trifft, oder? Da oben ist auch Knitterlook, weil wir haben uns immer so erinnert, dass sie so diese schönen Anzüge getragen haben, aber die waren ja
nie so in bester Form. Die waren so immer. Hier sind Atelierbesuche, das ist das, was Sie jetzt gerade machen. Und absolut im Zentrum ist die Kunst. Wir kamen mit der Idee für dieses Haus und wir waren vorher noch nie in Münster. Und für uns waren einfach viele von diesen deutschen Städten, also wir kannten vor allem das Rheinland kannten wir sehr gut. Und das war für uns, war das natürlich sehr stark geprägt von dieser Nachkriegsarchitekturidee. Und dann haben wir eben da in Bahnhofsnähe, wie man ja auf diesen... Vielleicht auf diesem Foto sieht man das gut, dass eigentlich hier sind eben dann diese benachbarten Häuser. Alle nach dem Krieg entstanden. Ja, und die haben unserer Vorstellung entsprochen. Und die Nachbarschaft von diesem Haus zu solchen Häusern war natürlich sehr wichtig. Dass das sozusagen, das muss ein Kind sein, das aus dieser Familie kommt. Ja. Weil das Schöne war ja, dass gleich daneben stand ja diese Würstchenbude. Pommes, ja. Die Pommesbude. Ja. Und diese Pommesbude hatte die absolut identische Größe wie dieses Haus. Ein Haus, das 4 Stocke repräsentiert. Und das ist im Maßstab 1:5, oder? Nein, es ist so ein erfundener Maßstab. Das hier ist ja ein bisschen wie eine Theke auch. Ja? Das ist diese Maßstabsveränderung. Und als wir das, ich mag mich erinnern, als wir in Münster das aufgebaut haben, da war gleichzeitig war Volkszählung. Da kam so eine Gruppe von 3 jungen Menschen und dann haben die gefragt, ja, was ist das? Und dann habe ich gesagt, ja, ein Haus. Das ist ein Haus. Und dann haben sie uns gefragt, und wie viele Leute werden da drin wohnen? Die Fischli-Weiß-Produktion, die fast über 40 Jahre funktioniert hat, eben damit zu tun, dass es sozusagen 2 Leute sind, die viele Ideen entwickeln, wo man gar nicht mehr weiß, was kommt von wem, sondern das ist sozusagen ein Drittes, was das entstehen lässt. Ja, fast ein Angriff auf diese Idee der Autorenschaft. Das ist natürlich, das war von Anfang an, hat uns das interessiert. Und eben schon wenn 2 Menschen zusammenarbeiten und nicht da buchhalterisch damit umgehen, mit den Ideen, einerseits das. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir natürlich dann früh so Alter Egos eigentlich geschaffen haben mit Rasten und Bär, also wo auch, und die eigentlich auch vorgeschoben wurden als Autoren. Ja? Hallo! Na schön, du hast eine gute Farbe. Alles okay? Man schlägt sich durch. Gibt es Arbeit? Nein. Geld. Interessant. Wie denn? Verschiedene Quellen schieben die Schuld der schlechten Stimmung zwischen Maler und Betrachter zu. Und daraus machen wir einen Riesenwirbel und kassieren grausam, wie die anderen. Wir steigen ganz groß ein, und zwar vorne, und starten senkrecht. Wir verstehen zwar nichts davon. Noch nicht. Aber das wird sich schnell und gründlich ändern. Wir machen eine Informations- und Bildungsreise. Ihr habt das ja immerhin über, weiß ich, 40 Jahre oder so. Nein, 30 Jahre. 30 Jahre. 30 Jahre. Ja. Also zum Beispiel bei diesem Haus, das... Ich weiß, als wir so an einer, wie sowas aussehen soll, sind wir da in diesem alten Atelier, das Sie noch kannten, sind wir da einfach im Spaziergang gemacht, im Spaziergänge, im weiteren Umfeld und haben uns solche Häuser angeschaut und haben so das so ein bisschen eine Mischung aus all diesen Sachen und haben aber auch festgestellt, dass eben, dass es so in Köln oder in Kassel oder außerhalb von Milano, dass es diese Häuser auch gibt.
Also das ist für dieses, ja, irgendwie für die eine gewöhnliche europäische Nachkriegsmoderne, wo sich die Moderne eigentlich in Pragmatismus aufgelöst hat. Dieses Haus, wie Sie gesagt haben, ist nicht auf eine absolute Hässlichkeit angelegt. Das war eigentlich nie irgendwie das Ziel, sondern es war irgendwie eine möglichst große Durchschnittlichkeit. Es war eigentlich so ein Monument des Mittelmäßigen, und sind ja eigentlich so diese Häuser in der Schweiz, nennt man das KMU, kleine und mittlere Unternehmen. Ja. Also war eigentlich so eben dieses... Aber es war natürlich jetzt ganz unmittelbar Nähe des Hauptbahnhofs sozusagen. Ja, es war... Und das, einem Teil der Stadt, der ja nicht historisch wieder aufgebaut wurde, sondern der hätte genauso gut auch im Ruhrgebiet sein können. Und jetzt sieht es aber so aus, dass das hier in der Umgebung... Der Standort ist noch nicht ganz klar gebaut wird. Ah, ja. Aber eben als Kunstwerk gebaut. Dann wird es nicht groß, nicht als richtiges Gebäude. Das wäre die andere Spielmöglichkeit. Aber es ist nicht so. Nein, so in dieser Größe. Ja. In dieser Größe. Und dann ist es Teil einer Kunstsammlung. Genau. Es wird dann eigentlich. Aber im öffentlichen Raum, also nicht in einem... Am Stadtrand von Zürich hat Fischli einen Platz gefunden, wo er das Haus, wenn alles klappt, gerne hinstellen würde. Es sind genau diese Häuser, all das hier, darum machen wir jetzt hier diese schöne Sightseeing. Der Standort jetzt für diese Skulptur ist sehr wichtig, dass sie eigentlich in einer Umgebung steht mit einer sehr heterogenen Architektur. Ich fahre jetzt da. Ist das noch Zürich oder ist das ein anderer? Nein, das ist Dietikon. Da werden wir erschossen, wenn wir hier parkieren. Aber so, hier, das ist gut hier. Also diese Situation hier finde ich schön, ja, weil sie hat irgendwie, sie ist so ein bisschen verloren, aber sie ist nicht trostlos. Hier kommt sie hin, hier. Irgendwie ist es noch friedlich hier. Es ist nicht so, es ist zwar so in diesem Verkehrsdreieck und diese, aber es kann auch ein bisschen für sich sein. Also das gefällt mir sehr gut. Man kann hier dann auch rumgehen. Da ist eine Tramhaltestelle. Ja. Sehr gut. Und was ich hier auch schön finde, dass diese Fläche für ein richtiges Haus wäre es ja zu klein. Herrliches Wetter. Also jetzt verstehe ich das Ganze auch. In Deutschland hat das schon eine andere Trostlosigkeit, ja. Oder? Aha, ja. St. Gallen. Nahe der Altstadt hat der Künstler Roman Siegner sein Atelier. In der Ostschweiz hat er seine Themen gefunden. Inzwischen realisiert er Arbeiten in Peking, London, Paris und New York. Seine Skulpturen, Filme und Aktionen haben oft einen experimentellen Charakter, bei denen die vier Elemente eine entscheidende Rolle spielen. Eine Stunde früher macht auch nichts, oder? Guten Morgen. Ja, wir kommen hoch. Thank you.
Sehr gut. Guten Morgen. Morgen. Roman Signers Atelier liegt in einem Anbau. Das ist so ein kalter Zwischenraum da. Das ist mein neues Atelier unten. Der Künstler hat schon einige Arbeiten für den Besuch vorbereitet. Diese drei Regenschirme kann ich gleichzeitig öffnen in einer Vitrine. Ja. Gleichzeitig öffnen. Und Sie haben nicht genügend Platz in der Vitrine? Wir haben nicht genug Platz, sie sperren sich so auf, oder? Und werden sie dadurch zerstört? Nein, sie gehen natürlich nicht ganz auf, oder? Ja. Große Aufführung. Eine Etage höher hat Roman Signers Frau Alexandra ihr Studio. Viele seiner Aktionen hat sie auf Film festgehalten. Die beiden lernten sich als Kunststudenten in Polen kennen. Möchten Sie etwas sehen? Film? Ja. Ja, ich habe diese. Mit dem Krückstock? Von da, ja. Und auch Dokumentation einfach. Namensstock haben wir. Ich habe auch etwas gefunden. Ja, das war sehr idyllisches, als wäre sozusagen ein Tümpel von Monet, oder? Ja. Ja, weil das sind einfach, geht um diese Zeichen. Ja. Ist ein Draht gespannt? Mit Schlauch. Und der hängt an dem Schlauch, aber der Schlauch ist am Draht festgemacht. Es gibt nie eine Bewegung, die sich wiederholt. Nein. Nein, und das ist totaler Zufall. Und dann besprechen wir zusammen, wie man das aufnehmen könnte. Und dann macht sie den Film, die Aufnahme, und macht den Schnitt. Da rede ich hier eigentlich nicht rein. Nur manchmal kritisiere ich am Schluss. Und das hat sie nicht so gerne. Hätte man anders schneiden können und so. Gut. Ja. Ich kenne ihn einfach so gut, dass ich muss einfach schnell wie möglich parat sein zum Filmen. Und dann weiß das ich, was er will, oder? Problem ist immer, dass ich zu schnell bin. Ja, er erzählt schon, was er will machen, aber wie und was und so, da ist keine Besprechung da. Oder?
wir machen einfach bitte das, was schon. Wir kennen. Doch, doch. Du weißt schon, was auf dich zukommt. Ja, nach 40 Jahren weiß ich schon. Oder? Also wenn ich sage, es gibt eine schwere Sprengung, dann weißt du das vorher. Ja. Manchmal sagst du, es gibt keinen Knall und gibt es einen Knall. Frage wegen der Sprengung. Als Sie damit angefangen haben, wurde das denn von den Leuten verstanden als Kunst? War missverstanden worden. Noch heute noch. Oder? Ich habe 1984 mit Sprengungen begonnen. Und die meisten sehen eigentlich in der Sprengung nur eine Zerstörung. Ja klar, jeden Tag in der Zeitung liest Autopumpe hier, da wieder. Aber man kann mit Sprengungen auch etwas anderes machen. Jetzt sind sie richtig eingeklemmt zwischen der Scheibe und der Wand, oder? Also es kommt nicht, es wird nicht, es ist nicht aggressiv. Es ist eher eine Anmutung von Aufbäumen und dann Atmen. Ja. So. Bei mir geht es irgendwie immer um Veränderung, Veränderung, Veränderung. Eine Skulptur verändert sich in eine andere. Jetzt fahren wir nach Appenzell. Ich habe gedacht, heute wird schön, aber es ist so ein Hochnebel. Das ist schon schön. Jetzt kommt ein Kreisel. Jetzt geht's gleich rechts. Jetzt dann rechts. Ja. Hier? Ja, ja, rechts. Im Appenzell ist Roman Siegner aufgewachsen. Einen Großteil seiner Arbeiten hat er unter freiem Himmel gemacht. Für ihn ist die Natur ein großes Atelier. Das ist jetzt ein dünner Wasserstrahl und der hat einen Druck wie 250 Meter Wassersäule. Weil da oben ist ein See und es ist ein sehr scharfer Strahl, ist nur ein Millimeter. Und er spritzt jetzt auf eine Sandsteinplatte und das ist schon so ein Loch hat es gegeben. Und in zwei, drei Jahren ist er durch, der Strahl. Und das geht mir hier um die langsame. Jeder Tropfen hüllt den Stein, kann man sagen, ja. Das tut weh, das ist ein starker Druck. Wie eine katholische Maria-Kiste, ja, das gibt es eben hier in der Gegend. Wir sagen den Bildstöcklein, Bildstöcklein. Keine eigentliche Kapellen, so Bildstöcklein. Aber hier geht es eben sozusagen um das Wasser, eine Realität, ja? Keine Anbetung, also nicht christlich, auch keine Verehrung, nein. Weil das hat ja beide Seiten. Keine Verehrung. Nein, keine Verehrung. Das ist eine wunderbare politische Arbeit. Ja, poetisch vor allem.
Das hat natürlich auch damit zu tun, was ein Vorteil ist. Das ist ein Ambiente, wo sie ihre Kindheit verbracht. Ja, die haben nicht viel Luft. Das ist ja wichtig, oder? Ja, ja. Weil sie kämen sich lächerlich vor, wenn sie etwas machen würden, was sozusagen der Wahrhaftigkeit ihrer Erinnerung und ihrer Kindheit nicht standhalten würde. Ja, 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 ja. Das hält stand. Achtung, Powerzaun! Das stört mich enorm. Ach, das ist doch egal. Da brauchen Sie sich nicht drum zu kümmern, um den Käse. Das ist elementar. Es gibt ja diesen schönen Spruch bei Wilhelm Busch. Der Busch, der war ja auf einer Akademie und wollte eigentlich Maler werden. Ja? Ja. Der Künstler fühlt sich stets gekränkt, wenn es anders kommt, als wie er denkt. Und Witwe Bolte tat, was sie nicht sollte.